Die erste Weltklimakonferenz hat vor ziemlich genau 40 Jahren, vor 40 Jahren stattgefunden, 1979. Und seit da hat sich die Politik in die Hand versprochen, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Die erste politische Klimakonferenz fand 1995 in Berlin statt. Und es ist immer genau das Gegenteil von dem passiert, was eigentlich hätte passieren müssen. Der CO2-Ausstoß, der weltweite CO2-Ausstoß ist immer weiter gestiegen. 2015, das Pariser Klimaabkommen. Alle Delegierten, die Politikerinnen und Politiker haben sich in den Arm gelegen. Was ist passiert? Der CO2-Ausstoß ist weiter gestiegen. Ich bin ein Mann der Zahlen. Und ich kann nur das bewerten, was wirklich passiert. Und es passiert leider nichts. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir endlich aufstehen. Denn wenn der Druck von unten nicht kommt, dann wird oben auch nichts passieren. Und deswegen hoffe ich eben, dass wir noch viel, viel mehr werden in den nächsten Monaten und Jahren, damit sich endlich mal was wirklich politisch bewegt. Und ich möchte zum Schluss den früheren Präsidenten Barack Obama, den früheren amerikanischen Präsidenten Barack Obama zitieren. Der hat, das will ich auch sagen, der hat zwar auch nicht viel gerissen, aber hat immer die besten Reden gehalten. Und er hat bei der Eröffnung einer Klimakonferenz in New York etwas gesagt in Anlehnung an den berühmten Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. Denn Martin Luther King Jr. sagte mal, es gibt so etwas wie zu spät zu kommen. Und Barack Obama hat dieses Zitat noch etwas erweitert. Er hat gesagt, es gibt so etwas wie zu spät zu kommen. Und wenn es um den Klimawandel geht, dann ist die Zeit schon fast da. Also, liebe Schülerinnen und Schüler, ich setze auf euch und ich hoffe, dass wir das gemeinsam endlich hinbekommen. Vielen Dank. Applaus